Hallihallöchen, wir spielen wieder Bus-Simulator 18. Und zwar habe ich ja letztes Mal aus Versehen mein Mercedes verkauft. Und jetzt haben wir hier einen neuen Citra-Bus uns gekauft. Passen natürlich mehr Fahrgäste rein, sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Und ja, wir machen nochmal die Nachtfahrt, das hat uns ja so gut gefallen. Und starten da gleich mal. Jetzt sollte das eigentlich schon losgehen. Oh, sieht ein bisschen anders aus. Größer auf jeden Fall. Also, Handbremse lösen. Licht. Wieso kann ich hier eigentlich nicht zoomen? Lüftung. Lüftung, können wir Lüftung mal machen? Licht ist eigentlich, Beleuchtung ist an. Kann ich irgendwie losfahren, oder? Irgendwas geht nicht. Wo sind da jetzt wieder? Klar. Oh, der klingt schon, der hat schon wieder ein bisschen viel mehr Leistung hier. Fährt sich ganz anders, das Teil. Fährt sich völlig anders. Okay, schauen wir mal, wie wir mit dem Teil zurechtkommen. Eine Fahrkarte. Natürlich, eine Fahrkarte. Was haben wir denn da? Einzeln. Standard. Einmal. Okay, Sie kriegen noch 17,80 zurück. Danke. Bitte. Okay, ich hätte natürlich auch noch machen können. Boah, das ist natürlich viel größer, der Bus. Reiß dich. Hier! Ah, okay. Alles klar. Und wo ist die junge Frau eigentlich hin? Ist da nicht noch eine Frau eingestiegen? Bin ich blind oder was? Ah, die hat sich hier versteckt. Augenblick. Da! Hier, bitte! Okay. Na, dann können wir ja weiter. Ich dachte schon, sie hat keine Fahrkarte. Was noch cool wäre, wenn wir die Tür schließen, natürlich. Nächster Halt, Zellermann Forschungszentrum. Genau. Beim Forschungszentrum. Richtig. Zellermann Forschungszentrum. Sehr schöne Beleuchtung haben sie hier. Übrigens. Natürlich nicht schlecht, damit es auch nachts mal fahren kann. Die Busse fahren ja nicht bloß am Tage, auch nachts. Genau. Und ich hoffe, damit ihr jetzt wieder. Ja. Genau. Wieder Lust habt, mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, nur weil ihr hier mein Let's Play seht, wäre das natürlich ganz toll, weil die öffentlichen Verkehrsmittel haben ja sowieso nie Geld. Die verdienen ja überhaupt nichts, das sind ja so viele Schwarzfahrer, die ist ja echt unglaublich. Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Was? Ich komme nicht lustig rüber, ich wette gleich, ich komme nicht lustig rüber. Kommen die gleich rüber. Aber wow, perfekt geparkt. Hallo. Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Moment mal, warum? Hier. Okay. Selber kontrollieren hier alles.
Und weiter geht's. Danke, haben Sie so viel Vertrauen in Ihren Fahrer. Und ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina verwandt sind. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Was? Sie sind verwandt? Der eine ist doch schwarz. Hans ist doch schwarz und sie ist weiß. Wie sind die verwandt? Okay, geht mir auch nichts an. Was ich mich überhaupt wieder einmischen muss. Ich habe Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Nein, er ist schon wieder krank. Tja, der sollte mal besser zu sich schauen. Ah, okay. Ich halte doch hier an. Ich hätte eh angehalten. Nächster Halt. Nordspeicher. Nordspeicher? Danke, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Danke. Bitte schön. Einige Fahrkarten, bitte. Einige? Das sind zwei, mein junger Mann. Danke. Kein Problem. So, macht mir irgendwie richtig Spaß, die Leute hier rumzufahren. Die sind immer so nett. Ich brauch bitte eine Fahrkarte. Bitte eine Fahrkarte. Ich brauch bitte mehrere Fahrkarten. Ich brauche gar keine Fahrkarte, ich fahr schwarz. Das hat noch niemand gesagt. Mal gespannt. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen, weil die Leute, die hinten einsteigen... Ich würde sagen, wir lassen alle vorne aussteigen. Oh, warte, da haben wir ja einen blinden Passagier. Nein, einen mit Rollstuhl. Da muss ich mal schauen, wie das eigentlich jetzt hier bei dem neuen Bus eigentlich funktioniert. Wo kann ich da die Rampe rausmachen? Wahrscheinlich auch mit G. Wie Krampe, Rampe. Auf Wiedersehen, tschüss. Eine Fahrkarte bitte. Natürlich. Wieso steigt die Frau hinten ein? Da müssen wir gleich mal schauen. Tag. Senioren. Einmal. Danke. Kein Problem. So, wo ist denn die hin? Oh, tut mir leid. Ich muss sie verloren haben. Ha, Schwarzfahrer erwischt. Ich sag ja, wenn sie hinten einsteigen, ist immer komisch. Wo hab ich denn... Ah, hier bitte. Okay, danke. Da hab ich doch glatt eine erwischt mit ohne Fahrkarte. Mit ohne Fahrkarte. Das kostet 120 Euro. Wieso geht denn das nicht hier? Nächster Halt, Stockerplatz, Endstation. Bitte alle aussteigen. Schwarzfahrer. Ersten Schwarzfahrer erwischt. Unglaublich. Stockerplatz. Mann! Wieso bremst denn der? Fahr doch einfach rum, ey. Ich hab nicht so gute Bremsen. Blöder Idiot. Scheiße. Schon wieder den neuen Bus kaputt gefahren. Und wieder einen neuen kaufen hier. Sorry, Leute. Der hat einfach gebremst. Da war gar nichts. Nix. Ja, ich weiß. Ich mach die Rampe runter. Wenn es Endstation ist, musst du, denke ich, raus. Das zielt auch für dich. Mach ich, denke ich, die Rampe auch runter. Okay.
So, haben sie wieder irgendwelchen Müll hier liegen lassen? Nein, diesmal nicht. Sieht eigentlich wirklich so aus wie so ein richtiger Linienbus. Wieso ist hier hinten kein... Hier ist ein bisschen dunkel. Aber hier passen auf jeden Fall schon mal ein paar Leute mehr rein. Alles klar, machen wir die Tür hinten. Machen wir die Türen wieder zu. Mann, mach die Tür zu, hab ich gesagt. Jetzt muss ich wieder zurückfahren. Die ganze Strecke ganz alleine, ohne Fahrgäste, das bringt doch nichts. Es wäre auf jeden Fall vom Vorteil, wenn wir keinen Unfall mehr bauen, wenn wir keine Blitzer mehr erwischen hier und so weiter und so fort. So, ich hätte gerne noch eine Außenperspektive. Ruhe. Wieso blinkt er denn noch? Da haben wir noch mehr kaputt gemacht. Da haben wir den Laternenfall erwischt. Scheiße. Ich hasse Laternenpfähle in der Nacht. Die sieht man immer nicht. Können sie die nicht beleuchten? So, irgendwo hat es hier sicher einen Blitzer. Es hat mich hier schon mal, glaube ich, geblitzt. So, was ich gerne noch schauen möchte, ob wir da grafisch noch ein bisschen was reißen könnten hier. Das sollte sich normalerweise alleine einstellen. Aber das sieht jetzt, sage ich mal, noch nicht so wirklich standardmäßig aus, wie zum Beispiel beim Euro Truck Simulator oder so. Was habe ich da noch alles? Wo stelle ich hier den Motor ab? Motor. Aus. Ah, da wäre die Rampe, alles klar. Ich muss mir erstmal anschauen hier. Fenster? Fenster hier, was ist denn hier? Ah, okay. Das klingt aber, als ob ich draußen stehe. Beleuchtung. Das ist die Beleuchtung innen drin. Okay. Ich glaube, jetzt ist nicht schlecht. Ah, wenn ich aussteige, geht es automatisch. Jetzt wollte ich meinen Bus anschauen. 15.000 minus 2.000 wegen Schäden. Okay. Beim ersten Mal war ich besser. Jetzt habe ich bloß noch 3 Sterne bekommen. Okay, wir haben wieder 20.000 auf dem Konto. Das sieht nicht so schlecht aus. Unsere andere Strecke ist natürlich viel rentabler und mit den die Strecke 2 Streckenzeit ist es natürlich Multiplayer Garage Angestellte kann ich da Bewerbungen
Wenn wir jetzt mehrere Busse haben, könnten wir natürlich auch jemand einstellen. Wir gehen noch mal in die Garage. Was kosten jetzt hier so ein Bearbeiten? Alles klar. Das gefällt mir eigentlich nicht schlecht. Was ist das? Muster? Das sind die freigeschalteten Muster. Nee. Das sieht nicht schlecht aus. Das sieht komisch aus. Das sieht auch komisch aus. Das wäre noch so. Kann ich den nicht drehen? Ich glaube, wir machen den so. Motive. Oh, das kostet natürlich alles Geld, sehe ich gerade. Uiuiuiui. Anwenden. Haben wir. Shop. Wir gehen mal zum Shop. Ich muss mal schauen. 120.000 kostet der. Das wäre natürlich nicht schlecht. Dann könnten wir jemanden einstellen. Aber da muss man noch ein paar Mal fahren. Da muss ich noch ein paar Runden drehen. Aber auf jeden Fall haben wir schon mal einen freigeschalten. Bei Level 6 gibt es da den nächsten. Okay, grafisch wollten wir da noch schauen. Grafik, wo sind wir da eigentlich? Rahmenlos. Allgemeine Qualität maximal hoch, 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 maximal hoch, hoch, hoch. Ich glaube, das geht fast nicht anders. Höher geht es irgendwie nicht. Okay. Genau, unsere Strecke. Wir wollen dann natürlich noch die Strecken da irgendwann dazu bekommen. Und ja, so schlecht ist es ja nicht. Würde ich mal sagen, wenn wir da zwei Strecken haben, können wir da auch mit zwei Bussen nachher fahren, obwohl wir dann nachher das ja auch noch alles erschließen würden. Gerne. Okay, würde ich sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.